Zuletzt bei Horizon Zero Dawn. Zwei große Geheimnisse unserer Reise wurden im letzten Part enthüllt. Wir erfuhren die ganze Geschichte von Silence, welcher sich als Gründungsvater der Eclipse zu erkennen gab, und wir erfuhren, weshalb Rost aus dem Stamm ausgestoßen wurde. Beides sehr, sehr interessante und ergreifende Geschichten, aber nun müssen wir so schnell es geht dem Sonnenkönig Bescheid sagen, dass die Eclipse bald Meridian angreift, denn sie wollen zum großen schwarzen Turm, mit dessen Hilfe Hades das gesamte Leben auslöschen möchte. Wir stehen vor dem Königspalast, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Wir müssen dem König Bescheid sagen, dass die Eclipse auf dem Vormarsch ist, weil sie wollen den Turm einnehmen, damit Hades einen neuen Programmierbefehl an alle Maschinen auf der Erde senden kann. Und das versuchen wir so gut es geht zu verhindern. Oh, hier ist ein Buch, was ich scannen kann. Sehr schön. Aloy, was führt dich nach Meridian? Gefahr. Die Eclipse werden bald angreifen, von Westen. Mit vielen alten Kriegsmaschinen, aber das ist nicht das Schlimmste. Sie bringen einen Geist mit, Gott, Dämon, Maschine, wie immer du es nennen willst. Er heißt Hades. Und ihm geht's nicht um Meridian. Er will nur den Turm. Wenn er ihn erreicht, stößt er einen Ruf aus, der noch mehr Maschinen weckt, mehr als wir je bezwingen können. Alles wäre verloren. Das darf nicht passieren. Ich versuche zu verstehen, aber meine Verantwortung liegt bei Meridian. Um Meridian geht es nicht, Avad. Ihr müsst den Turm verteidigen. Vielleicht die Garde, Strahlender. Ja, schicke sie zum Turm. Erend kennt Aloy, er wird es gutheißen. Und lasst die Stadtwache die Westseite absichern. Von dort können sie Meridian verteidigen und die Flamme, wo der Turm steht. Aloy, ich möchte mich für mein früheres Verhalten entschuldigen. Nach all dem, was mit Ersa passiert ist, war ich verwirrt. Wenn wir Seite an Seite um unser Leben kämpfen, wäre es schön, wenn du mir vorher vergibst. Das tue ich. Solange ihr mich nicht wieder mit ihr verwechselt. Auch ein König lernt seine Lektion. Nun denn, gut, dass das geklärt ist. So, der Aufbau der Verteidigung wird Zeit brauchen. Bitte sag mir, was du über unsere Feinde weißt. Und zwar alles. Ich weiß sicher nicht alles. Aber immerhin etwas. Okay. So. Wir haben ihn wohl eingewiesen in alles, was wir wissen. Ich muss sagen, ich habe seit Beginn dieses Spiels immer noch, also böse, wie soll ich sagen, Skepsis gegenüber dem Berater gehabt, weil ich kenne kaum eine Geschichte, immer in welcher der Berater des Königs Panik gut davon kommt. Panik in der Stadt bringt uns nur einen weiteren Feind ein. Und meldet mir weiter jeden Neuankömmling. Okay. Ach, Aloy. Die Vorbereitungen laufen für die Verteidigung am Berg und beim Turm. Das ganze Sonnenreich wurde informiert. Verbündete bieten Hilfe an. Manche für Meridian, manche für Scherben. Und viele auch für dich. Ausdrücklich. Für mich? Nicht so bescheiden. Der Berg ist die Frontlinie. Dort verteidigt die Stadtwache? Ja, unterstützt von ein paar Freiwilligen, wie bereits erwähnt. Die Osaram-Kanonen, die Meridian bei der Befreiung erschütterten, beschützen uns jetzt. Du kannst dir gern alles ansehen. Und der Turm? Sind Erend und die Garde dort? Allerdings. Sie rasseln mit den Rüstungen und üben ihre Kampfschreie, schätze ich. Es sind doch einige der Nora beim Turm angekommen. Sie haben eine königliche Audienz abgelehnt. Kannst du mal mit ihnen reden? Werde ich. Jetzt können wir wohl nur noch auf den Angriff warten. Ganz genau. Kein Gefühl, das ich schätze. Aber unsere Posten in Abendzeichen melden noch immer nichts aus dem Westen.
Wenn du noch etwas zu erledigen hast, solltest du es jetzt tun. Ansonsten habe ich die Wohnung von Olin Stöberer für dich vorbereitet. Dort kannst du schlafen, wenn du müde bist. Okay, also. Wir können die Vorbereitung abchecken. Oder uns ins Bett legen und dann den Endkampf starten. Ist das jetzt wirklich das Finale? Geht's jetzt wirklich gegen Ende? Endet die lange Reise hier in Horizon Zero Dawn an der Stelle, wenn wir den DLC mal ausblenden? Hast du einen Augenblick, Fremde? Nein, aktuell nicht. Ich möchte aktuell... Warte mal, wo führt mich das hin? Andi, das ist das Ausruhen. Nee, da will ich gar nicht hin. Okay, dann machen wir eine Schnellreise hier nach draußen. Ich will auf jeden Fall noch vorher die beiden Verteidigungslinien anschauen. Und noch mit der Nora reden. Und auch, noch rausfinden, was hier los ist. Yo! Ist einfach so eine Zielscheibe. Wie cool. Okay, wir sind eigentlich auch gut ausgerüstet. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben gut ausgerüstete Pfeile. Wir haben, Top-Bögen. Wir sind... Ich würde auch sagen, dass wir bereit sind. Hast du deine Rüstung poliert? Nein. Ich trage eine Baba-Rüstung. Was? Nichts. Hey, Leute. Ich sagte doch, ich komme. Das stimmt, Tab. Aber sind deine Wunden überhaupt schon verheilt? Also, bei einem Kampf würde ich mich wohl auflösen. Aber keine Sorge, das überlasse ich den anderen, Nora. Beim Turm. Ich habe Vorräte gebracht. Ich bin bei den Kaja jetzt Ehrenquartiermeister, was immer das heißt. Das klingt imposant. Ich find's gar nicht so schlecht. Unter diesen Fahnen werden wir Waffen und Medizinlager anlegen. Suche sie, wenn der Kampf beginnt. Ah, cool. Aloy, als du in den Berg gegangen bist, hat die Göttin gesagt, wie es ausgeht? Das musste sie nicht. Wir schaffen es sicher, Tab. Wenn du das sagst... Es war der Wahl. Er hat versucht, den Sonnenkönig umzubringen. Es ist wirklich einfach krasse Endzeitstimmung. Anders kann man das nicht sagen, ne? Richtig, richtig übel. So, und jetzt will ich auf jeden Fall auch noch hier zum Turm hochmarschieren. Das gesamte Spiel über waren wir nicht da oben. Wir haben ihn immer gesehen, aber wir haben nichts quasi, wie soll ich sagen, herausgefunden. Hier wurde gerade Sobeks Tagebuch repariert. Habe ich das richtig gesehen? Hier. Ja. Uns fehlt noch ein einziger Datenpunkt. Wartet mal, wo geht denn das hier los? Hier. Ich komme gerade von der Inspektion der Gaia Prime Baustelle. Der Bau geht gut voran, der Reaktor ist installiert. Die Pläne für den Kontrollraum erinnern mich an die Brücke vom Raumschiffen, wie man sie in diesen alten Science-Fiction-Filmen sieht. Die Wohnräume für die Alphas sind bereits fertiggestellt, vorgefertigte Module. Ich hoffe, wir müssen uns niemals hier drin versiegeln, nicht dass das Elysium viel verlockender wäre. Letzte Woche war ich am Bryce-Standort, habe ZD-Projektlabore entworfen und Protokolle verfasst. Die Basis für die Umnutzung wäre riesig. Genug Raum für Arbeitsplätze und Wohnblöcke. Die Bautrupps haben ein Bürolabor bereits fertiggestellt. Mir gefällt die Glaswand nicht. Murrays Absicht war wohl, mich als verborgene, aber alles sehende Präsenz zu installieren. Puh, es hat den gegenteiligen Effekt. Ich fühle mich beobachtet, als ob ich in einem Schaufenster stünde. Am liebsten würde ich sie anstreichen. Harris hat gestern seine Präsentation aufgezeichnet. Angemessen trostlos. Meine Aufzeichnung ist für Freitag geplant. Ja, das ist die, die wir gesehen haben. Sobald der Empfang, die Lounge, Holographenbühne und der erste Wohnblock am Zero Dawn Standort fertiggestellt sind, werden wir die ersten Kandidaten empfangen, die momentan in der Nähe von Taxan festgehalten werden. Es sind schon 27. Die Extraktionsteams priorisieren Kandidaten aus dem pazifischen Raum und Australien. Wie verängstigt und verwirrt müssen sie sein. Man fängt sie auf der Straße ab, verschleppt sie ans andere Ende der Welt und steckt sie in Zellen. Ich hoffe, sie verstehen es, wenn ihnen die Gesamtsituation vor Augen geführt wird. Ich werde mir hier ein paar Stunden Schlaf gönnen und dann zum Zero Dawn Standort zurückfliegen. Harris hat versprochen, dass die Quantenübertragungsgitter mittags geliefert werden. Ich nehme an, es dauert 2 Wochen, Modell 1 maschinell herzustellen und zu testen. Ich plane, Gaia mit 0,6T zu starten. Dann bringe ich sie auf über 1,0T. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis sie den Rekord von 1,38T bricht. Die Mii kann mir gestohlen bleiben. Schlafen. Das letzte Mal habe ich Prime im November letztes Jahr besucht. Die Monate, die seitdem vergangen sind, liegen wie in einem Nebel. Gestern Abend bin ich hingeflogen, um die Installation der zentralen Komponenten und der Masterüberbrückung zu überwachen.
Bitte schön, Ted, die um 4.30 Uhr abgeschlossen war. Also habe ich beschlossen, hier ein paar Stunden zu schlafen, bevor es zurück zu Zero Dawn geht. Ich habe Gaia kontaktiert, bevor ich mich hingelegt habe, angeblich um sie über die Anlagenpläne zu informieren. Aber die Wahrheit ist, ich habe sie vermisst. Ich habe mir angewöhnt, vor dem Schlafengehen mit ihr zu sprechen. Das scheint dieser Tage das Einzige zu sein, was mich beruhigt. Eine Nachricht von Oswald weckte mich. Die Odyssee ist gestern gestartet. Die Chancen auf den Fortbestand terrestrischen Lebens haben sich also verdoppelt. Warum fühle ich mich dann so unbehaglich? Und frage mich ständig, welche Art von Welt Far-Zenith erschaffen wird, wenn das Schiff nach so vielen Jahrzehnten sein Ziel erreicht. Und ich mache mir Sorgen um das Alpha-Modell von Apollo. So viel Wissen, so wenig Beschränkungen und keine Ausfallsicherung. Wie werden sie vermeiden, unsere Fehler zu wiederholen? Was wird sie davon abhalten, Gott zu spielen? Ich habe die Odyssey-Nachricht an die Alphas weitergeleitet. Naoto hat in weniger als einer Minute geantwortet, natürlich mit einem Gedicht. Die Erbauung des Schiffes von Longfellow, und es ist echt lang. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber es scheint eher um den Stapellauf als um den Bau eines Schiffs zu gehen. Dieser Vers oder Strophe oder was auch immer ist mir ins Auge gesprungen. Die Menschheit mit all ihrem Zagen, mit ihrem Traum von besseren Jahren, hängt atemlos von eurem Schicksal ab. Ja, das trifft die Odyssey und auf Zero Dawn zu. Wo ich gerade davon spreche, ich musste Zero Dawn zurück. Und ich sollte noch in Naotos Labor vorbeischauen, um mir einen Eindruck von Demeters Fortschritten zu verschaffen. Wenn ich da ohne einen Tennissen-Band wieder rauskomme, kann ich mich glücklich schätzen. Okay, und das letzte noch? Halloween. Travis kam zum Süßes oder Saures vorbei. Er hatte sich so verkleidet, als wäre er ich. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ich habe ihm ein angebrochenes Paket Waffeln gegeben und ihn rausgeworfen. Aber vorher hat er mich noch zu einem italienischen Horrorspektakel eingeladen, das er für das Zero Dawn Personal organisiert hat. Im Ernst, als ob es nicht schon genug Horror auf der Welt gäbe. Wie auch immer, ich war schon hier draußen für die letzte Inspektion von G-Prime verplant, mit Harris und der Delegation des Präsidenten. Ted war auch hier und er sah nicht gut aus. Er zappte die ganze Zeit rum und konnte mir nicht in die Augen sehen. Ich war erleichtert, als er in sein Pferd stieg und nach Theben zurückflog. Aber ich sollte mich wohl nicht beschweren. Wenn er sich eine Luxuszuflucht bauen will, um die Apokalypse auszusetzen, soll er. Das hält ihn von Elysium und mir fern. Harris blieb lange genug, um mich detailliert über die strategische Situation zu informieren. Im Grunde genommen sind wir in die Endphase eingetreten. Was man auch schon an der Farbe des Himmels auf dem Flug hierher erkennen konnte. Noch 2 oder 3 Wochen und die Atmosphäre macht das Atmen unmöglich. Die letzten Überreste nach dem Niesen der europäischen und westafrikanischen Zivilistenbrigaden sitzen mit dem Atlantik im Rücken in der Falle. Der Schwarm, der in der Antarktis eingefallen ist, überquert die Magellanstraße und beginnt dann mit seinem Todesmarsch Richtung Südamerika zum Amazonas. Die ganze Arbeit, die wir in die Wiederherstellung des Regenwaldes gesteckt haben. Und jetzt das. Und Vorstoßeinheiten der Pazifikschwärme liefern sich bereits Gefechte mit Einheiten am Kalmar-Damm. Tschüss, Freunde. Tschüss. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ein einziger Textbaustein fehlt uns noch und das könnte das quasi der letzte Teil von Zorwicks Tagebuch sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber es ist wirklich... Es ist der Endkampf. Wir haben die beste Rüstung, wir haben die beste Lanze, wir haben alle Waffen, die wir wollten. Und jetzt haben wir auch noch alle Völker hier nach Meridian und zum Turm geholt, um ihn zu verteidigen, wenn Hades hier einmarschiert. Das ist schon heavy. Das ist schon krass irgendwie, wenn ihr mich fragt. Ich mag irgendwie die Mut, die gerade vorherrscht. Es ist sehr, sehr besonders und... Wer hätte gedacht, dass Horizon Zero Dawn ein Finale, wie soll ich sagen, in einer epischen Endschlacht hat? Ich hätte mir vorstellen können, dass es vielleicht ein, was weiß ich, keine Ahnung, dass es irgendwie darum geht, dass die Welt gerettet wird oder dass wir, ich habe keine Ahnung, was ich am Anfang gedacht habe. Ich wusste von Anfang an nicht, wie das hier enden soll. Vielleicht, dass man seine Mutter trifft oder so, aber dass es eine Schlacht um die Existenz der Welt ist. Das ist schon heavy, wenn man drüber nachdenkt, aber gleichzeitig auch mega cool und ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr darauf, das hier gemeinsam mit euch zu erleben. Ich glaube, es wird crazy. Jetzt wollen wir aber noch ganz kurz Erend besuchen, der sich hier mit seinen Truppen positioniert hat, um den Turm zu verteidigen. Hoffentlich schafft er das. Und hier sind jetzt 3 Leute, mit denen ich reden muss. Sehe ich das richtig? Weil wir auf einmal 3 Questmarker hier haben. Ja. Größer als der höchste Baum. Kriegsherrin Sona. Kriegsherrin, du siehst bekümmert aus.
Die Nora gehöre nicht hierher. Ich gehöre nicht hierher. Ich will den Metallteufel bekämpfen, der uns bedroht. Aber mein Platz ist im Heiligen Land. Die Falschheit hier durchbohrt mich wie ein spitzer Pfeil. Es tut mir leid, dass das so ist. Das muss es nicht. Dies wird beendet. Mein Speer, mein Wort. Okay, sie hat absolut keinen Bock hier zu sein, aber sie erkennt die Notwendigkeit dieser Schlacht. Sehr ehrenhaft. Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen, die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich bin dankbar, dass du hier bist, Val. Ich gab mein Wort. Und Meridian, was denkst du? Es gibt so viel Neues, seit wir uns kennen. Ich sollte dir danken. Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land, verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt voller Ungläubiger gegen etwas Unvorstellbares. Und du, nach all den Ereignissen, nach all deinen Taten. Ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich weiß, du willst das nicht. Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Oh. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Sehr cool. Sehr, sehr interessant, wie die einzelnen Personen hiermit umgehen. Und auch wie die Nora, die eigentlich so ein sehr, also, wer sind diese, wie soll ich sagen, religiöser Stamm sind. Als Eklipse. Und was soll das heißen? Das ist, wenn der Mond vor der Sonne steht, Idiot. Oh, soll das irgendwie furchteinflößend klingen? Keine Ahnung, sie waren mal Kaja. Und Kaja labern doch dauernd von Sonne und Schatten. Da sind wir wieder, bereit für den Kampf. Doch dieses Mal haben die Gegner wohl mehr zu bieten. Was genau erwartet uns hier? Ich weiß nicht. Aber es werden sehr viele sein und sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart. Ja. Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der sie zermalmt! Richtig! Hörst du? Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen. Also, ich möchte jetzt die Epicness nicht nehmen. Aber ich weiß nicht, wenn hier vier Leute stehen, das wirkt jetzt irgendwie nicht so bedrohlich. Oh, und das letzte Tagebuch ist wieder da. Es war so knapp. Es ist gerade mal, Moment, 43 Stunden her, dass Harris mich gewarnt hat. Er sagte, dass die östliche Linie bald zusammenbricht, dass die Sterben eine Art Zangmanöver gegen die Vichita-Linie starten. Noch 5 oder 6 Tage mehr und Gaia hätte vermutlich ohne Hilfe starten können. Ich glaube schon. So war alles übereilt. Zero Dawn wurde zu einem Irrenhaus. Es war völlig chaotisch. Jedes Team hatte versucht, Codes zu stabilisieren und zu versiegeln, während die Gammas und dann die Betas evakuiert wurden. Als Gaia soweit lief, habe ich die Alphas versammelt und die schlechte Nachricht verkündet. Ich dachte, ich muss mich übergeben, aber sie wussten es natürlich schon. Sie wussten, dass die Arbeit nicht getan war. Beinahe, aber nicht ganz. Es gibt Tests durchzuführen, Fehler auszubügeln, Arbeit zu tun. Also haben sie es akzeptiert. Kein Elysium für uns. Wir werden den Rest unseres Lebens hier verbringen, mit Tests und Feinarbeiten an den untergeordneten Funktionen, bis sie perfekt sind. Damit muss man wohl rechnen, wenn man eine Bande besserer Perfektionisten, besessener Perfektionisten rekrutiert. Ich habe es geschafft, nicht zu weinen, bis ich wieder in meinem Büro war. Hier sind wir also und bringen Gaia
Prime zum Laufen. Und ja, es war echt knapp. Mich überkommt schon wieder der Ekel, wenn ich darüber nachdenke, wie das Schicksal des Lebens vom Zufall abhängig ist. Hätte ich das Lightkeeper-Protokoll nicht vorgeschlagen, wären hier keine Wohnräume gebaut worden. Hätte ich das Protokoll früher aufgegeben, wären die notwendigen Systeme zur Lebenserhaltung nie installiert worden. Hätte. Wenigstens müssen wir nicht die gruselige Merkwürdigkeit ertragen, Klone unserer selbst aufzuziehen und auszubilden. Das genetische Material wurde nie außerhalb der Ursprungsanlagen verarbeitet. Also ist es nicht einmal möglich. Darüber bin ich froh. Ich möchte wirklich nicht meine Zeit mit einem jungen Travis Tate verbringen, der von Travis Tate großgezogen wird. Nein, es liegt an uns, Gaia zu perfektionieren. An nur einer Generation. Update. Das war General Harris. Die Vichita-Linie ist gefallen. Durchs USRC erwartet die endgültige Niederlage in 2 Tagen, was uns bestenfalls 72 Stunden lässt, um alles fertig zu machen und zu versiegeln. Lebendig begraben. Für das Leben. Ich werde es den anderen sagen. Das war der letzte Tagebucheintrag, bevor die Menschheit ausgerottet wurde. So. Warte mal, hier unten waren wir doch schon, oder? Waren wir noch nicht da unten? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss da wohl immer noch was überprüfen. Deswegen werde ich jetzt nochmal ganz kurz per Schnellreise da runtergehen. Und nachschauen, ob es hier noch was gibt. Vielleicht kann ich noch mit anderen Nora reden. Aber ich vermute mal, wir werden jetzt nicht umsonst da nochmal ein Quest-Symbol angezeigt bekommen. Schauen wir mal nach. Ja, tatsächlich. Hier scheint wohl noch irgendwas zu sein. Da liegt eine große Waffe. Okay. Und wer verwaltet die? Ha! Sie! Petra, hier ist sie. Unser Ehrengast. Ich wusste doch, dass du etwas hast. Du bist aus echtem Anführerholz geschnitzt. Und das sage ich nicht zu jedem Nora-Mädchen, das vorbeikommt. Kommt denn oft eine vorbei? Ich musste schon eine Mauer bauen. Gut, dass ich hartnäckig bin. Das hat mir wirklich gefehlt. Marat bat mich, das Arsenal zu überprüfen. Den Kanonen geht's gut. Das passte den Osseram, hm? Sie waren der Stolz der Hauptquellschmiede. Und mit noch mehr Stolz habe ich sie verbessert. Kann ich eine testen? Das wollen immer alle. Dann mal los. Die Ziele sollten sich etwas weniger wehren als die Banditenbande damals. Oh shit. Okay, dies ist sogar frei tragbar. Oh yeah, friends. Bam! Sicher und eine hohe Reichweite. Nicht zielen wie mit einem Bogen. Oh boy, da hinten können wir ein paar Maschinen erledigen. Yo, voll geil. Okay, die haben wir weggeheatet. Ups. Muss ich noch irgendwas abschießen? Ach, da. Muss ich vielleicht die noch treffen? Ja. Gute Reichweite, probier die nächste aus. Siehst du? Das macht jede Maschine fertig, alt oder nicht. Ich glaube, damit könnten wir eine ganze Armee abwehren. Ja. Da gebe ich dir recht. Ich bin dir für deine Hilfe dankbar, Petra. Diese Schlacht. Ich weiß nicht, was kommt. Wir werden uns wiedersehen. Ich weiß es. Nächstes Mal überrede ich dich vielleicht, in Freihalde zu bleiben. Petra, du weißt das. Ich weiß. Aber ich habe eine Schwäche für rastlose Mädchen. Simp. Ey, cool, wie tatsächlich hier noch einige Leute ankommen. Je nachdem, welche Quests wir gemacht haben. Wäre sie auch da, wenn ich die Quest bei ihr nie gemacht hätte? Wahrscheinlich nicht, oder? Weil man hätte sie ja dann nie getroffen. Und ich meine, der hier Freihalde, also der Ort, wo sie war, war ja, glaube ich, nicht für die Hauptstory wichtig. Also ich glaube, man kann das Spiel auch durchspielen, ohne jemals dort gewesen zu sein. Heißt das, Man schaltet mehr Boni für die finale Schlacht frei, je nachdem, wie viele Menschen man auf seiner Reise bis hier zu diesem Zeitpunkt geholfen hat? Das wäre ja mal mega cool. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr schon gespielt habt, ob Petra bei euch war oder nicht. Und ob ihr die Petra-Quest gemacht habt oder nicht. Das würde mich tatsächlich mal mega interessieren. So. Irgendwie leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen? Nein, ich denke, wir können uns ein bisschen Schlaf gönnen. Wir sind bereit für die Schlacht. Kein Weg
zurück. Überlegt euch einfach mal, wo wir angefangen haben. Wie konntest du schlafen, Elisabeth? Mit so einer Last auf den Schultern. Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Hauptquest abgeschlossen. Der drohende Schatten. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Das Antlitz der Vernichtung. Boah, ist das eine bedrückende Stimmung. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Es brennt. Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Was? Die Todbringer, die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne, tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. What? Sammel die Garde und schick Verstärkung. Aloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen. Er wird dich erledigen. Nicht dieses Mal. Holy shit! Es ist so episch. Du hast mich lange genug geärgert. Es ist so unfassbar episch. Oh, wir helfen, wir helfen. So, wir müssen Helis erledigen. Das ist unser Job. So, wir haben... So. Moment, oh, erstmal weg mit dir. Ja, stimmt, wir haben ja auch die neue Rüstung jetzt. True. Oh shit, er gibt uns. Ja, ich merk's auch gerade. Wir zünden ihn an, Freunde. Oh shit. Ich kann ihn nicht anzünden. Das Ende ist unausweichlich. Okay, Freunde. Oh, shit. Warte, warte. So. Ganz wichtig. So, ich jag ihn jetzt in die Luft, Freunde. Ich jag ihn jetzt in die Luft. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche. Okay, ich kann ihn nicht anzünden. Das scheint dir nicht zu jucken. Oh shit. Okay, gut ausgewichen. Ja, wir konnten ihm gut geben. Ah, ich, die Lanze von ihm elektrisiert sogar. Aber ich kann ihm... Es scheint so, als ob ich keine Statuseffekte auf ihn bringen kann. Oh shit. Er gibt mir, aber zum Glück habe ich die Rüstung. Muss sich rot färben, um geläutert zu werden. Zack. Hält das nicht mehr lange aus. Sehr gut. Ich gebe mein Bestes. Okay. Ein epischer Kampf gegen ihn. Feier ich. Aua, er gibt uns böse. Ja, 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 ja. Fass. Bumm. Oh, sehr geil. 255 Damage. Ja, oh mein Gott. Wie viel Damage er mir macht.
Wer bist du vor dem Schrecken der Sonne? Oh shit. Okay, ich muss erstmal den Dude erledigen. Ah, ich kann hier rüber. Ich kann hier rüber. Und kann dann das noch hochjagen. Ich bin auserwählt. Du kamst aus dem Nichts. Helis ist so ein unfassbar epischer Charakter. What? Der trifft mich? Oh shit. Ja, wir haben ihn gleich, Freunde. Wir haben ihn gleich. Und als nichts wirst du sterben. Zack, zurück. Zurück. Sein Kollege ist, glaube ich, tot. Nee, der lebt noch. Die halten alle sehr, sehr viel aus. So, jetzt haben wir es, Freunde. Helis ist down. Ausweichen und das ist das Ende von Helis. Das kann nicht sein. Ich bin der Auserwählte. So sollte es nicht sein. Beende es. Du bist fertig. Hades ist der Nächste. Verborgene Schatten rettet mich. Ich kann nicht. Sieh mal an. Der Dude im Hintergrund einfach so. Oh ja, hier wurde gerade Helis erledigt. So. Feierabend. Wir haben ein bisschen Loot von ihm. Aber tatsächlich nichts groß Besonderes. Ich kann mal weitere Sachen rauswerfen. So, dann können wir immerhin die hier mitnehmen. Ja, das ist alles zweitrangig. Vielleicht hilft es mir, aber eigentlich. Ich finde es nicht so wichtig. So, Freunde. Und die Schlacht geht beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Dabeisein. Ganz, ganz großes Dankeschön noch an Cyan Kamora und Impulsion für euren super großzügigen Support. Vielen Dank.